Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Green Hell. Ja, ich habe mal ein bisschen umgebaut hier. Was heißt umgebaut? Ein bisschen, ich habe hier oben überall ein paar Holzstücke verballert, also zerstört, damit es vielleicht ein bisschen flüssiger läuft hier. Nicht immer dieser Zwischenruckler. Und habe hier fünf Holzscheite noch gefunden, die ich da irgendwie habe liegen lassen. Entschuldigung. Und hab dann noch das Lagerfeuer verändert. Ich habe das von hier aus nach dahin verlegt, weil ich hier eigentlich den Platz haben wollte für noch was anderes. So, den Topf können wir direkt dahin stellen. So, direkt auf die Feuerstelle, perfekt. Hier habe ich ja das. Habe ich da eigentlich schon was weg? Ja, nein, habe ich nicht. Dann wollte ich nämlich doch eigentlich noch ein Lager für diese großen Holzstücke bauen. Also für die Holzscheite und so was. Da muss ich nämlich mal eben kurz gucken, ob wir das überhaupt können. Ich muss die Hütte ja eigentlich noch weiter bauen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ach, da. Richtiges Bett müsste ich auch mal bauen. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Halter Holzscheit und Halter langer Stock. Erstmal hier den hier, ne? Den würde ich eigentlich am liebsten hier hinten in der Ecke haben. Oh, Entschuldigung. Na, dafür muss ich erstmal hier Platz schaffen, ne? Muss man natürlich direkt mal machen. So, perfekt. Bananenbaum lassen wir natürlich stehen. Den mache ich aber noch weg, wenn das geht. Sehr schön. Kleiner Blatthaufen. Mhm. Brauchen wir nicht wirklich. Können wir den essen? Alles klar. Super, Lebensmittelvergiftung. Wow. Knaller. Die zerstöre ich direkt. Dankeschön. So, was kann ich für die gegen Lebensmittelvergiftung machen? Naja, nicht viel. So, geistige Gesundheit habe ich wieder bekommen. Ja, kostet dich frei, Spaß dabei. So, dann gucken wir mal. Gut, wunderbar, den können wir hier nicht hinbauen. Hätte ich so gerne hier. Aber hier ist das blöd. Muss ich die doch hier hinbauen? Was aber auch nicht so tolle ist. Außerdem muss ich noch Wände bauen. Wenn ich nicht hier reingehe oder da reingehe. Ich bin da noch immer überlegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal hier versuchen sollte. Ich weiß was, ich versuche das direkt. Ob ich hier mal eine Etage draufsetzen soll. Nein, das war hier gar nicht da. Das geht nicht. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich machen. Jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Verdammt. Trinken, schlafen brauche ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich.
So, nein. Okay, alles klar. Hier auf dem Weg will ich das auch nicht haben, das Zeug. Hier oben ist auch Blödsinn eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Wäre hier normalerweise gar nicht mal so verkehrt. Aber hier kann man ja nirgendwo richtig bauen. Hier oben hätte ich bauen sollen. Da. Weil grad weiß. Ach, sei ruhig. Sieht zwar blöd aus, aber mein Gott, man hat ja sonst nichts. Ich würde gerne den haben, danke. Warum bin ich denn jetzt wieder so überfüllt? Von was vor allem? Gut, ich habe haufenweise Fleisch in der Tasche, aber es wiegt doch keine 20 Kilo. Ich habe eigentlich nichts in der Tasche. Guck mal, wie leer das ist hier. Was hat denn hier? Kohle. Heck. Oh. Ah. Nein, das wollte ich nicht essen. Verdammt. Das wollte ich essen. Wegen Fett. So, sind wir wieder ein bisschen fitter. Dann muss ich wieder alles runterkloppen, damit ich ein paar lange Stöcker kriege. Ich glaube, das mache ich diesmal nicht hier, sondern auf der anderen Seite hier. Zwar nur, damit ich den ganzen Rotz nicht hier auf der Seite habe. Jetzt nicht, dass da irgendwie eins verschwunden ist, deswegen. Sieht nicht so aus. Gut. Ui, 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 ui. So, und da waren auch noch welche. Müssten eigentlich zwei sein. Müssten eigentlich, aber ist wie immer nicht. Ne. Hey, vier Stück. Ach, stimmt. Da war eine Schlange. Ich erinnere mich. So, vier Stück. Mal gucken, ob die schon reichen. Da können wir wenigstens die großen Äste schon mal da reinhauen. Scheite, meine ich jetzt. Toll, war klar.
War klar, war klar. Dann heißt das natürlich, dass ich eine noch brauche. Dafür nehme ich den hier. Ja gut, ich nehme auch zwei. So, kann ich die Holzscheite wenigstens da reinballern? Kann ich die reinballern lassen? Achso. 20 Stück passen da rein, meine Herren. Fünf haben wir. So, wenn ich die Fleischsachen jetzt nehme, bin ich völlig überlastet, glaube ich. Was sagt denn mein Wohlbefinden? Ich brauche Bananen. Natürlich haben wir jetzt keine da. Na klar, ne? Fisch auch nicht. Warte mal, die, na. Ein Faunfisch. Larven haben wir auch noch ein paar. So. Nur Proteine. Das ist natürlich auch nicht gerade das, was ich wollte. Warum sind hier wieder so viele Stöcker unterwegs? Also das müssten die echt mal einbringen, dass man hier einen Despawn hat. Also dass die Sachen nicht die ganze Zeit spawnen und liegen bleiben, weil du hast ja nach einer Zeit alles vollgemüllt. Und ist klar, dass es irgendwann ruckelt. Das Ruckeln aus der Hölle. So, das wollte ich eigentlich jetzt nicht mit euch machen. Weil ich hier gucke euch das an, weil ich noch hier rumfliegen habe. Großteil davon habe ich vorhin noch schon weggemacht gehabt. Aber hilft sehr viel, wie ihr seht. So, den einen habe ich auf jeden Fall fertig. Ich würde echt lieben gern nochmal nach einer, nach so einem Bambus-Dings da Ausschau halten. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier nach Bananen gucken. Genau, das war's. Ob wir da drüben ein paar Bananen haben. Da ist irgendwo die Schlange. Schlange. Sieht nicht so aus, als wenn wir Glück haben. Ich wollte mal testen, ob das da nochmal war, das Blocken. Ich möchte jetzt nicht allzu weit latschen. Aber ich glaube, hier sind gerade Nüsse runtergefallen. War nur ein Stein, der aus dem Himmel gefallen ist.
Ist auch gerade eben vor meiner Nase direkt ein Bananenblatt runtergefallen. Und das Lustige daran war, es war nirgendwo ein Bananenbäumchen, es war noch nicht mal ein Baum in der Nähe. Aber, naja. Hallo? Hat er die jetzt genommen oder was? So, die letzte Zeit mache ich noch mal eben kurz. Entschuldigung. Mein Gott. Letzte Zeit mache ich noch mal eben kurz ein paar Pfeile, habe ich mir überlegt. Und dann sind wir nämlich wieder ein bisschen. Können wir ein bisschen mutiger sein, wenn die Fritzen auftauchen. So. Hallo, ich will einen verkackten kleinen, danke. Die Egel. Wovon kommen die eigentlich? Konnte doch gar nicht sein, dass die hier auftauchen. Oh, Wasser. Hallo. Ey, 4 Steine. 5 Steine auf einen Haufen. Das ist... Hallo! Spawnen die beim Zerstören? Spawnen die schon nach? Das gibt's aber nicht, oder? Ist noch einer. Spiel! Verarsch mich doch nicht. So, dann... Komm, ich trinke das hier noch. Fertig, weg. Müsste eigentlich einen Köcher geben, ne? Also einen Köcher dafür, dass die Pfeile keinen Platz wegnehmen. Oder zumindest nicht so viel, ne? So, ein Pfeil mache ich noch und dann den Rest zerstöre ich. Oh, hab ich gar nicht darauf geachtet. Naja, vielleicht ist dann die Bananen doch wieder da. Nö. Aber ich darf was trinken. Wie spät haben wir es denn jetzt? 1:01 passt doch wunderbar fürs Bettchen. Speichern. Ich speichere jetzt auch immer. Okay. Ich speichere jetzt auch mal vorher, damit, falls man mich angreift, ne, dass ich dann nicht direkt den ganzen Scheiß nochmal neu machen darf. Das hatte ich ja schon mal, ne? So, wunderschönes Wetter wieder, wie immer. Wird nie langweilig. So. Bananen wäre schon was Tolles. Oder überhaupt eine andere Frucht mal, oder?
Eben kurz ein Käffchen trinke, ne? Da seht ihr wieder Bananen. Und hier ist kein Bananenblatt. Bananenblatt. So, brauche ich nicht. Weg damit. Wie gesagt, despawn einbauen müsste eigentlich ziemlich einfach sein. Also ist eigentlich nichts Weltbewegendes, was man einbauen müsste. Wenn du jetzt hier, wie ich zum Beispiel, die 45 Tage auf hier verbringst, da ist da doch schon einiges, was da an an Rotz rumliegt, ne? So, wenigstens schon mal ein paar Kohlenhydrate genascht. Vielleicht finden wir tatsächlich noch, oh, guck mal, noch mehr. 16 Kohlenhydrate, das ist doch schon mal perfekt. Ne, die wollte ich nicht essen. So, in der nächsten Folge versuche ich nochmal Bambus zu ergattern, zu erhaschen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal gucken, ob ich irgendwo Bananen finde. Aber irgendwie habe ich diese Folge keine kein Glück mit Bananen. Naja. Na, ich habe es gerade gesehen. Ach, die muss ich auch noch bauen hier. Stimmt, genau. Zweimal Rüstung noch. Katze traut sich wieder nicht. Katze ist schüchtern. Die will nicht reinkommen, die will reingelassen werden. Obwohl die Tür offen ist. Hier kommt. Das ist der Feind. Ja. Ja, ja. Ihr hört, wie sie leidet. Kannst du das mal verstehen? Das ist auch ein bisschen krauliger. Ja. Krauliger als eine Maus. So, ich brauche ein bisschen Krauli. So, wo bin ich? Hier. Bin ich direkt wieder rausgebracht. Ja, Maus, ist ja gut. Setz dich hin und schlaf. Also, falls ihr euch wundert, ich tue ihr nichts. Sie jammert immer so rum. Und jetzt, Katze, du bist der Brüller. Ich habe noch nie so eine tollpatschige Katze gesehen. Also, Katze. Nicht Kater. Kater sind tollpatschig. Wie irre. Aber weibliche Katzen sind normalerweise so gut wie gar nicht tollpatschig. Aber die, Leute, ihr würdet brüllen vor Lachen manchmal. Ja, Maus, ist doch alles in Ordnung. Naja. Ich glaube, die weiß gerade nicht, wohin mit sich. Ach, das geht ja gar nicht, stimmt. Da war ja was. Ich mache ein kleines Feuer, komm, oder? Mache ich Feuer, oder? Ich traue mich nicht, die zu essen.
Mach ich halt Feuer. Feuer! Yes! Yes! Kann ich die auch in den Topf braten? Oh. Scheint nicht so, ne? Habe ich jetzt da reingetan oder? Apfelschneckensuppe, das ist ja mal geil. Das ist ja mal Hammer. Da kannst du eine Suppe daraus machen. Tch. Gewitzt, sag ich da nur. Er scheint ja richtig gut zu schmecken, wa? Bisschen Wasser abkochen, damit wir beim nächsten Spaziergang wieder was haben. Also 30 schüttet er da rein und 25 kriegt er raus oder was? Ne, 30, okay. Ne, gegart kann er nicht. Ich kann sogar Maden da, Larven da rein tun. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Hilfe! Riesenmaden! Oh. Geistige Gesundheit minus 2. Ja, super. Das hat doch mal richtig geholfen. Ah, herrlich. Wenn das geht, warte mal. Moment mal. Nein, au! Scheiße. Ich habe ein Bidon verzerstört. Verdammt. Wollte ich gerade was testen. Ich sollte mir sowieso mal einen zweiten zulegen. Also zwei. Gut, dass die da hinten immer spawnt. So. So, ich würde sagen, das nächste Such gucken wir uns dann, machen wir dann, wenn die Zeit gekommen ist. Bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bis dahin. Man sieht sich. Euer Wobra. Ciao, ciao.